Moin! In diesem Video geht es um die Elektrolyse. Die Elektrolyse ist eine Redoxreaktion, oder als Elektrolyse wird eine Redoxreaktion bezeichnet, die durch elektrischen Strom erzwungen wird. Das heißt, wir benötigen zuallererst mal eine Stromquelle. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das hier das Zeichen für eine Spannungsquelle, was wir in dem Fall verwenden, ist erst einmal egal, mit einem Pluspol der Anode und einem Minuspol der Kathode. An diese Stromquelle schließen wir zwei Drähte an und an diese Drähte kommen dann die beiden Elektroden. Für die Elektroden verwenden wir in diesem Falle einfach mal Graphit. Graphit ist relativ inert, das reagiert mit wenig anderen Stoffen und auch in diesem Fall sollen die Graphitelektroden so als Graphitelektrode erhalten bleiben. Da soll sich nichts rauslösen oder ablagern. Die werden zwar ein bisschen zerbröseln, aber auch das wegbröselnde Graphit wird nicht an irgendwelchen Reaktionen teilnehmen. So, jetzt haben wir die Anode der Batterie. Dort werden Elektronen aufgenommen und an der Kathode der Batterie werden Elektronen abgegeben. Als E- schreibe ich die hier mal rein. Und die beiden Elektroden müssen in einem Elektrolyt sich befinden, einer Flüssigkeit. Da male ich jetzt mal ein etwas überdimensioniertes U-Rohr hin. So, und in diesem U-Rohr befindet sich unser Elektrolyt. Das hier ist die Oberfläche. Als Elektrolyt nehmen wir jetzt einfach mal an, wir hätten Natriumchloridlösung. Das heißt, wir haben Na+-Kationen und Chloridanionen. Und was jetzt passiert, wenn wir hier Elektronen abziehen, ist, dass die Chloridanionen sich hierhin bewegen. Die Anionen bewegen sich immer zur Anode. Die geben ein Elektron ab, beziehungsweise wir nehmen mal zwei direkt. Zwei Chloridanionen geben zwei Elektronen ab, die durch das Kabel wegfließen und übrig bleiben dann zwei Chloratome, die werden dann abgegeben, tun sich zu Cl2 zusammen und verschwinden als Chlor in der Atmosphäre. An der Kathode könnte man ja jetzt meinen, werden die Kationen einfach reduziert von den Elektronen, aber dann würde sich Natrium bilden und wir alle wissen, Natrium in einer wässrigen Lösung, das kann eigentlich gar nicht sein. Was wir hier aber auch noch haben, ist Wasser und Wasser disproportioniert ja immer zu Oxonium-Ionen, also zu einem sehr kleinen Teil des Proportioniertes, zu H3O+, Oxonium-Ionen und OH-Hydroxid-Ionen. Und hier kommen jetzt diese Elektronen an. Wir nehmen auch direkt wieder, nehmen wieder zwei von allem, sondern auch zwei logischerweise. So, wir kommen zwei Elektronen, die fließen durch die Elektrode und die tun sich dann hier zusammen mit dem Wasserstoff aus den Oxonium-Ionen. Was dann entsteht, sind zwei ganz normale Wassermoleküle und übrig bleiben, sehen wir schon, zwei Wasserstoffatome. Aus denen entsteht dann Wasserstoff, der auch wieder in die Atmosphäre entweicht. Und dann, was wir noch übrig haben, hier habe ich mich vorhin mit der Farbe vertan, das sollte natürlich auch blau sein, wäre NaOH. Ganz so leicht ist es jetzt aber nicht, denn das Chlor löst sich prima im Wasser und wenn das Chlor sich mit den Hydroxidionen zusammentut, dann entsteht da Chlorid und Hypochlorid, dann haben wir nachher eine sehr stark bleichende Lösung. Das wollen wir nicht, wir wollen Natronlauge haben. Also das Ziel dieser Elektrolyse hier ist es jetzt, Natronlauge NaOH herzustellen. Und wir müssen also verhindern, dass Chlor und Hydroxidionen zusammenkommen. Und für diesen Zweck haben wir eine selektiv permeable Membran, die hier in der Mitte angebracht wird. Eine kationenpermeable Membran ist das. Da können Kationen durchdiffundieren, Anionen aber nicht und auch neutrale Moleküle können da nicht durch. Diese kationenpermeable Membran kann aus unterschiedlichen Stoffen hergestellt sein. Technisch oft verwendet wird eine Membran namens Nafion, ich glaube, das ist der Handelsname, das ist aber sehr teuer. Ansonsten gehen auch viele
Keramikverbindungen, mehr oder weniger. Man kann auch eine Glasfritte verwenden. Das ist ganz dünnes, poröses Glas, was sich an der Stelle befindet. Oder aber am günstigsten und am schnellsten selber herzustellen für Laborzwecke ist eine Membran aus Agar-Agar, dieses Algenpulver, was dann so geliert. Und wenn man einfach das U-Rohr bis hierhin voll gießt, dann hat man hier unten eine Agar-Membran. Das heißt, von hier nach da käme nichts auf die andere Seite, außer durch das Agar hindurch. Wir zeichnen hier mal so eine kleine Membran ein. Und ja, die kann aus irgendwelchen von diesen Materialien hier hergestellt sein. So, jetzt haben wir hier diese kationenpermeable Membran und das Chlor oder Chlorid kommt hier auf jeden Fall nicht durch, das ist ja ein Anion. Das OH- kommt da auch nicht durch, den Pfeil lasse ich mal weg, das wird nur noch unübersichtlicher. Und das Einzige, was da jetzt prima durchkommt, ist eigentlich, sind die Natriumkationen. Die Oxoniumionen würden da auch durchpassen, aber die werden hier ja schon direkt reduziert. Von daher ist von denen eh ein Mangel da, die werden nicht darüber gehen. Und das heißt, wir haben jetzt hier das Natrium, Natriumkationen und die Hydroxidionen. Und da hier das Chlorid verschwindet, ist hier ein Überschuss an Natriumkationen vorhanden und hier ein Überschuss an Hydroxidionen, weil ja der Wasserstoff verschwindet, der aus den Oxoniumionen da heraus reduziert wird quasi. Und weil die sich dann anziehen und das Anion da nicht durchkommt, wird das Kation durch die Membran diffundieren, sich damit zusammentun und dann haben wir hier auf dieser Seite das, was wir erreichen wollen, nämlich NaOH oder Natronlauge. Dieses Prinzip funktioniert natürlich auch mit vielen anderen Sachen. Wenn wir das jetzt in der Schule durchführen wollen, haben wir das Problem, dass hier Chlor entsteht. Das ist ein bisschen ungünstig. Das heißt, wer jetzt gerade mal ein bisschen nachdenken will, kann sich überlegen, was wir noch nehmen können statt Natriumchlorid. Andere Stoffe, die vielleicht nicht ausgasen oder nicht giftig sind, mit denen man das auch in der Schule durchführen konnte, eventuell sogar ohne Abzug, ohne dass aus Versehen nachher jemand dabei stirbt. So viel dazu, bis zum nächsten Mal.